Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich bin heute unterwegs mit dem neuen Jaguar I-Pace, dem ersten vollelektrischen Fahrzeug von Jaguar, im Test bei 163 Grad. Viel Spaß beim Zuschauen. Was ist das Besondere am Jaguar I-Pace? Nun, Jaguar ist eine ganz klassische Sportwagenmarke. Der Anspruch ist immer, ein sportliches, aber auch gleichzeitig schickes und elegantes Automobil zu bauen. Und das haben sie in der Geschichte ja schon mehrfach bewiesen. Mit so Klassikern wie dem Jaguar MK2 oder dem E-Type oder den XJ-Modellen. Das waren super schicke, sehr elegante, aber auch sehr sportliche und sehr schnelle Fahrzeuge und Limousinen. Und da waren sie wirklich ganz klasse drin. Dem Trend oder dieser Markenausrichtung sind sie weiter treu, heute mit ihren aktuellen Modellen. Und so sollte natürlich auch der Jaguar I-Pace sein. Es sollte ein sportliches Auto sein, obwohl oder trotz, dass es elektrisch fährt. Und das ist ihnen, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Dadurch, dass sie mit einem weißen Blatt Papier angefangen haben, hat Jaguar sich zunutze machen können, dass man ein Elektroauto von den Proportionen her ganz anders bauen kann als einen Verbrenner. Ich habe einen kleinen Motor, also der Elektromotor ist ja kaum größer als ein Basketball, sage ich mal, aber eine riesen Batterie, die im Unterboden verschwindet, das heißt, ich habe Platz. Und das haben sie genau gemacht. Cab Forward nennt sich dieses Design, also die Fahrgastkabine nach vorne zu ziehen, weil man vorne ja nicht mehr so viel Platz bereithalten muss. Da vorne ist nichts mehr, da ist kein Motor mehr. Da ist noch ein bisschen Ladeelektronik und Leistungselektronik, das alles sehr kompakt. Insofern kann man das ganze Auto oder die ganze Fahrgastkabine praktisch nach vorne verschieben. Das haben sie hier sehr gut hingekriegt. Der Wagen ist 4,68 Meter kurz. Das ist also eine völlig normale Größenordnung. Und er ist auch nur 1,56 Meter hoch. Ist auch nicht viel. Aber er hat einen Radstand von 3 Meter. Dadurch, dass ja so viel Platz in dieser Karosserie ist, kann man die beiden Achsen viel weiter auseinanderbauen. 3 Meter Radstand ist mehr als beim Tesla Model X und das Tesla Model X ist kurz über 5 Meter lang. Das heißt, ich habe von draußen ein Auto, das im Prinzip Mittelklasse ist, wenn man so will. Und wenn ich dann einsteige und mich hier reinsetze, habe ich durch den Radstand ein Raumgefühl wie in einer Oberklasse-Limousine. Und wer jetzt sagt, ich soll die Hände ans Lenkrad nehmen, mein Testwagen hat das Fahrerassistenzpaket 2, ist so eine Art Autopilot wie bei Tesla und damit ist alles unter Kontrolle. Genauso schick wie der I-Pace von draußen aussieht, geht's auch drinnen weiter. Das Cockpit des I-Pace hat 3 Displays. Das aktive Display direkt im Sichtfeld des Fahrers lässt sich vielfältig einstellen. Wer möchte, kann sich die komplette Karte darauf zeigen lassen. In der Mitte gibt es den Hauptbildschirm, mit dem das Auto bedient und eingestellt wird und darunter ein zweites Display für die Klimatisierung. Alles lässt sich hier mit Drehreglern und mit Touchfunktionen auf dem Display einstellen.
Schlau gemacht ist die intelligente Klimatisierung, die automatisch erkennt, wie viele Personen wo im Auto sitzen und darauf die Klimatisierung optimiert. Das spart Strom und gibt mehr Reichweite. Die Menübedienung im zentralen Mitteldisplay reagiert für meinen Geschmack deutlich zu langsam. Die Sitze in meinem Testwagen sind lederbezogen und sitzen sich richtig gut, lassen sich beheizen und kühlen, belüften. Auch hinten ist ausreichend Platz, auch für größer gewachsene Menschen. Das schicke Design hat nicht nur Vorteile, aber anscheinend sind Jaguar-Fahrer Menschen, die prinzipiell nur nach vorn gucken. Der Kofferraum fasst beachtliche 638 Liter, bei umgeklappter Rückbank sind es 1453 Liter. Mein Testwagen hat ein optionales Lademanagement, trotzdem gibt es serienmäßig einige Details und eine 12-Volt-Steckdose. Vorne gibt es noch einen kleinen Kofferraum, der sich mit der Fernbedienung entriegeln lässt. Hier hat Jaguar nachgedacht und hat es etwas besser gemacht als Audi, denn der Entriegelungsmechanismus ist an der Haube angebracht und nicht am Schlossträger. Er geht mit hoch und lässt sich deshalb leichter greifen als zum Beispiel beim Audi e-tron. Die 27 Liter Volumen vorne im Frunk sind ideal, um zum Beispiel die Ladekabel unterzubringen. Die LED-Scheinwerfer machen im Dunkeln ein sehr angenehmes, sehr helles Licht. Ohnehin ist der Jaguar nachts sehr gut in Szene gesetzt mit LED-Beleuchtung, Einstiegslicht und Ambientebeleuchtung. Bleiben wir noch mal kurz bei den Fahrleistungen. Das Auto hat ein System aus zwei Elektromotoren. Einer sitzt auf der Vorderachse, einer sitzt auf der Hinterachse. Beide Elektromotoren haben jeweils 200 PS an Leistung zur Verfügung, maximal. Das heißt, dieses Auto hat eine Systemleistung von 400 PS und das ist die Zahl, die auch hinten dran steht. Das zur Verfügung stehende maximale Drehmoment beträgt 696 Newtonmeter, also fast 700 Newtonmeter Drehmoment über ein, ja, ich sag mal, sehr breites Drehzahlband, was die Elektromotoren haben. Ja, und wenn man so viel Leistung hat wie hier mit dem Jaguar I-Pace, dann muss man natürlich auch auf die Autobahn und das machen wir jetzt. Der ist auf 200 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit abgeriegelt. Die Beschleunigung von 0 auf 100 sind 4,8 Sekunden. Das ist richtig gut. Und das Auto hat ein Fahrwerk, mit dem man das auch auf die Straße bringen kann. Es nützt mir ja nichts, immer nur auf einer geraden Strecke, Quarter Mile, eine Bestzeit zu liefern. In Europa haben die Straßen Kurven. Das heißt, es geht auch darum, wie liegt er auf die Straße, wie komme ich um die Kurve damit. Fühle ich mich sicher, ist die Bremsanlage trotz aller Rekuperation in der Lage, die 2,2 Tonnen bei Höchstgeschwindigkeit auch wieder vernünftig abzubremsen. Und ja, das ist sie. Das Auto ist sehr, sehr sportlich abgestimmt, aber nicht unkomfortabel mit der Luftfederung. Und hier auf der Autobahn macht das auch als Langstreckenfahrzeug absolut Laune, damit zu fahren. Der Grund für diese sportlichen Fahreigenschaften ist nicht nur die Tatsache, dass der Akku hier im Unterboden verbaut ist und mit, ich glaube, 600 irgendwas, fast 700 Kilo natürlich schon niedrigen Schwerpunkt diesem Wagen gibt. Das hat jedes Elektroauto eigentlich. Der Grund ist vor allem, weil die Achsen, die hier verbaut sind, also das Fahrwerk des Fahrzeugs vom Jaguar F-Pace stammen. Das ist der F-Pace und auf dem wiederum basiert auch der Range Rover Velar. Das heißt, der Jaguar I-Pace kann auch Gelände. Und diese Achsen, dieses Fahrwerk ist hier in diesem Fahrzeug verbaut. Das heißt, obwohl das eine Neukonstruktion ist, hat man also bei dem Fahrwerk auf bewährtes zurückgegriffen und hat dem Wagen damit diese doch sehr sportlichen, sehr direkten und sehr präzisen Fahreigenschaften gegeben. Trotzdem ist das hier ein 1A Reisewagen. Erstens hat man viel Platz und sitzt sehr gut. Sitzposition ist super. Dann hat man einen ordentlichen Kofferraum von über 600 Litern, den man auch vergrößern kann, wenn man die Rücksitze umklappt auf über 1400 Liter.
Und man kann sogar eine Anhängerkupplung für dieses Auto ordern und kann dann zum Beispiel einen Fahrradgepäckträger drauf montieren und seine Bikes mitnehmen. Mein Testwagen hat das Luftfahrwerk, das höhenverstellbar ist und den Wagen bei Autobahntempo automatisch absenkt. Beim Reisen geht es natürlich darum, längere Strecken zu überbrücken. Dazu muss ich aufladen, weil ich mit der Reichweite des Autos nicht hinkomme. Dieses Fahrzeug hier hat ein CCS-Ladebuchse vorne links im Kotflügel und kann ich dann mit CCS bis zu 100 kW aufladen. Ich bin hier an einer Ladestation von Ionity. Da seht ihr sie hinter mir in Hamburg, nördlich von Hamburg. Budikate heißt die Autobahnraststätte, an der diese Lader schon verbaut sind. Budikate Ost. Auf der Westseite werden sie, glaube ich, gerade noch gebaut und sind nicht in Betrieb. 4 Ladesäulen gibt es hier. Und hier kann ich die Ladegeschwindigkeit von dem Jaguar I-Pace eigentlich fast voll ausschöpfen. Ich zeige euch das mal, ich drehe die Kamera mal um und dann seht ihr das. Baby, I don't dare to love you, and you know the reason why. Don't you know I'm way too weak to swim? Can't you feel the waves come crashing in? Running out of safety nets, cause every night, every night. Hey! I fall down in the middle of the night screaming, oh my God, cause you're right. An der Ionity-Säule werden für den Jaguar I-Pace bis zu 100 kW Leistung bereitgestellt. Davon hat er in meinem Test kurz über 80 genommen. Mehr ging nicht. Ob das nun an der Säule liegt oder an dem Auto oder an der Batterie, Temperatur, das ist, kann ich jetzt nicht ergründen. Aber das reicht, um den I-Pace auch relativ schnell wieder aufzuladen. Hier an der Säule geht schon richtig der Punk ab. Man merkt das. Das Kabel, das ist so dick wie eine Mettwurst eigentlich. Und man fühlt, wenn man daran anfasst, richtig, wie es da drin pulsiert. Denn diese Kabel sind flüssig gekühlt. Um die Leistung hier wegzubringen, läuft hier eine Kühlflüssigkeit im Kabel hin und her. Das kann man deutlich spüren, wenn man das Kabel anfasst, dann pulsiert das richtig. Unterwegs lädt man meist bis 80%. Die letzten 20% dauern zu lange, weil die Ladeleistung dann runtergeht. Längere Touren macht man also in Etappen von rund 200 Kilometern zwischen den Ladestopps. Der Ladeanschluss vorne links ist nicht unproblematisch. Wenn man am Straßenrand parkt, muss man ganz schön aufpassen, dass man mit dem Kabel in der Hand nicht über den Haufen gefahren wird. An einem Ladepunkt mit Wechselstrom, also zum Beispiel auch an einer Wallbox zu Hause, lädt der I-Pace nur einphasig mit maximal 7 kW. Das ist viel zu wenig bei einem Fahrzeug mit 90 Kilowattstunden Akku. Ja, jetzt werde ich noch mal versuchen, euch den Soundgenerator hier zu zeigen oder zu verdeutlichen. Ich hoffe, dass ihr das auf meinem Mikro gleich mit drauf habt. Ich mache den Wagen mal an. Dann ist es noch relativ ruhig. Hier, ist ja logisch, ist ja auch ein Elektroauto. Schalte ich auf D wie Drive. Und dann drücke ich hier mal den Dynamikmodus, denn im Modus Dynamik ist dieser Soundgenerator auf scharf, maximalen Sound sozusagen. Der Sound kommt aus der Stereoanlage, die hat 10 Lautsprecher hier im Fahrzeug verteilt von Meridian, klanglich ganz okay, und ein Subwoofer, also insgesamt 11 Boxen sind das, die hier gleich einen Sound im Auto bringen. Also mal gucken, dass wir ein bisschen beschleunigen können, so dass im Moment gerade mal keiner kommt, der ist weg. Fahren wir hier mal raus auf die Autobahn, dann gebe ich mal Gas und dann müsstet ihr das eigentlich hören. Moment. Man kann so richtig mit dem Gas spielen wie früher mit dem Verbrenner, dass man kurz Gas gibt und dann röhrt die Bude hier. Mal rüber. So ein bisschen prollig, kennt man eigentlich gar nicht mehr als Elektroautofahrer. Da macht das einfach und man ist weg. Ehrlich, so ein bisschen, ja, eigentlich brauche ich das nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Es ist witzig, dass sie das gemacht haben.
Ich würde es jetzt ausschalten oder man kann es eben auch noch dezenter schalten, also nicht ganz so laut. Das würde ich wahrscheinlich tun. Mal gucken. War ganz lustig. Habe ich euch schon gesagt, dass ich den Wagen richtig gut finde, den Jaguar I-Pace? Ich glaube ja, ne? Habe ich im Video irgendwo an irgendeiner Stelle schon mal gesagt. Also, ich finde ihn richtig klasse. Warum? Weil Jaguar hier mit einem weißen Blatt Papier angefangen hat und die Vorteile, die man heute mit einem Elektroauto im Automobilbau realisieren kann, auch voll umgesetzt hat. Das heißt, der Wagen hat eine Raumergonomie, die so eigentlich kaum ein anderes Auto hat. Von draußen knapp 4,70 Meter kurz, 4,68 Meter glaube ich, 1,56 hoch, also auch nicht besonders groß, nicht besonders hoch, ganz normal, sage ich mal. Und wenn du da einsteigst, hast du das Gefühl, du sitzt in einem Auto, das mindestens eine Klasse da drüber ist, also ich sag mal ein 5 Meter langes SUV. Du hast das Gefühl, du kannst über die anderen Autos rüber gucken, obwohl da müsstest du eigentlich bei dem Wagen schon mit dem Kopf an der Decke kleben, ist auch nicht. Du hast da oben noch genügend Platz, genügend Kopffreiheit. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Man steigt ein, hat das Gefühl, man sitzt in einem völlig anderen, viel größeren Auto. Man steigt wieder aus, sieht den Wagen und sagt, kann eigentlich gar nicht sein, dass ich da drin so viel Platz habe und doch erhöht sitze. Steigt mal wieder ein, doch es ist so. Also wirklich faszinierend. Dann sportlich, das sollte ein sportliches Auto sein. Das ist es geworden, 4,8 Sekunden von 0 auf 100. Überragende Fahrleistung, eine tolle Straßenlage. Wirklich super sicher fühlt man sich damit. Auch wenn man in der Kurve aufs Pedal latscht, Allradantrieb, 4,8 Sekunden habe ich schon gesagt. Die Federung ist klasse, sehr komfortabel, trotzdem sportlich straff und der geht richtig gut ums Eck. Ich habe leider nicht die fahrerischen Skills, um das Teil hier so auszureizen. Ich sag mal, jemand, der das kann, der hätte mit dem Auto mit Sicherheit richtig, richtig Spaß. Ja, und dann das Thema Eleganz. Also wenn man sich da drin reinsetzt, das hat schon eine tolle Materialanmutung. Das ist schon klasse gemacht. Hat einen gewissen Style, eine gewisse Eleganz, kann ich voll nachvollziehen. Das Einzige, was mir nicht ganz so gefallen hat, sind die Türgriffe. Den hat man ja nun jeden Tag in der Hand, den Türgriff. Den fand ich ein bisschen einfach für so viel Stil und so viel Eleganz. Ist das so ein bisschen wackeliges Plastik. Da würde ich vielleicht noch mal ein bisschen nachlegen. Ja. Preis 78.240 Euro ist die Preisempfehlung für die Variante S, das Standardmodell. Und im Grunde genommen kann man, wenn man alle Kreuzchen macht und alles anhakt, den Wagen dann Richtung 118.000 Euro und mehr treiben. Jaguar hat hier sehr viel Raum gelassen für Extras, die man dazu ordern kann. Das fängt mit diesen sündhaft teuren 22 Zoll Felgen an und Ledermöglichkeiten, Armaturenbrett in Leder, Dachhimmel in Leder. Also da kann man sich so richtig austoben und den so richtig schick machen. Weiß nicht, ob ich das alles bräuchte. Was ich auf jeden Fall für dieses Fahrzeug ordern würde, ist das optionale Glasdach. Das macht den Wagen noch mal heller, noch mal luftiger und auch für die hinteren Passagiere, denn das Dach geht bis hinten durch. Man kann es nicht öffnen, aber es sieht schon richtig klasse aus. Ich habe schon drin gesessen in so einem Auto, fand ich richtig gut. War doch noch eine Sache, oder? Ja, Verbrauch. Ich gehe mal rein und ich zeige euch mal hier mit dem Handy meine Verbrauchswerte. Nehmen wir mal zunächst mal den Speicher B. Hier seht ihr unten rechts 1218 Kilometer. Die habe ich jetzt nicht mit dem Auto gefahren, sondern das ist, sag mal, seitdem das Auto zuletzt zurückgesetzt worden ist und dann auch von mehreren Testpersonen, nicht nur von mir, gefahren worden ist. Und hier sind 49 Stundenkilometer im Durchschnitt.
an Geschwindigkeit gefahren worden und mit einem Verbrauch von 29,6. Das muss man sagen, das ist ein Testwagen, der von verschiedenen Personen gefahren wurde und jeder tritt da mal aufs Pedal. Wenn das ein eigenes Fahrzeug wäre, dann fährt man wahrscheinlich ein bisschen anders oder auch ein bisschen ausgeglichener. Hier beim Testwagen möchte man natürlich auch ein paar Sachen ausprobieren. Wenn ich auf den Fahrtspeicher meiner letzten Fahrt gehe, das ist hier Bordcomputer A, dann seht ihr einen anderen Verbrauch. Ich habe, gehen es noch mal einmal komplett durch von vorne. Ich habe, heute ist der 1. April, jawohl, ich habe 301,9 Kilometer gefahren. Ein Mix aus Stadt, Umgehungsstraße, bisschen Landstraße und auch Autobahn war dabei. Ich bin von Hamburg nach Rheinfeld gefahren, zu Uwe Kröger und wieder zurück und auch hier im Umfeld von Hamburg noch ein bisschen Autobahn. Ich bin auf der Autobahn im Schnitt so 120 bis 140 gefahren, wenn es denn ging, in Baustellen logischerweise weniger. Also 301 Kilometer und wie gesagt, ich habe einen Schnitt von 45 Stundenkilometern auf 100 Kilometer, also etwas weniger als der Gesamtschnitt des Autos und 24,8 ist mein Verbrauch. Insgesamt haben sie alles hier an allen Stellschrauben gedreht, Aluminiumkarosserie, niedriger Schwerpunkt, permanent errichtete Motoren, Lithium-Ionen-Batterie, sie haben also überall alles optimiert, was ging. Auch die Aerodynamik von diesem Auto ist wirklich mit diversen Spoilern, Lufteinlässen, vorne in der Haube ist so ein Lufteinlass, hier oben auf dem Dach ist einer. Sie haben wirklich an jeder Stellschraube gedreht. Dafür insgesamt ist der Verbrauch ein Tick zu hoch, sag ich mal. Da würde man sich vorstellen, dass bei so viel Optimierung und so viel Feinarbeit der Wagen etwas weniger verbrauchen würde. Was mir auch aufgefallen ist, ist die Akzeptanz oder das Interesse des Publikums, wenn man mit diesem Jaguar I-Pace hier fährt. Es gibt, wenn man sich die Zulassungszahlen anguckt in Deutschland, aktuell ca. 200 Stück von diesem Auto in Deutschland. Das ist wirklich wenig. Und vielen ist dieses Auto gar nicht bekannt. Die haben das noch nie gesehen. Ich hatte eine sehr witzige Situation. Vor ein paar Tagen war ich mit dem Auto abends in der Hamburger Innenstadt und parkte vor einem Restaurant an einer Ladesäule ein. Und um die Ecke stand eine Streifenwagenbesatzung, die tatsächlich da Tickets schrieb, Parktickets schrieb. Und der hatte also auch schon fröhlich seinen Block in der Hand, als er mich da mit einem Jaguar an der Elektroauto-Ladesäule einparken sah und musste dann aber erschrocken feststellen, dass das tatsächlich ein Elektroauto ist. Er kannte das nicht und wir haben uns dann einen Augenblick unterhalten über dieses Auto und so hat man sehr viele, ich sag mal, Blicke, die diesen Wagen angucken. Was ist das? Jaguar kenne ich gar nicht. Also Jaguar kenne ich, aber dieses Auto habe ich noch nie gesehen. Was ist denn das? Warum hat der ein E-Kennzeichen? Und wieso baut Jaguar jetzt auch Elektroautos? Das ist noch vielen noch gar nicht so bekannt. Aber für mich als Fazit wirklich ein toller Wagen. Er hat was. Er hat diese Kombination aus Eleganz, Sportlichkeit, einer irren Straßenlage, der Wagen nicht gut, ich fühle mich gut hier drin, das Ding geht richtig gut ums Eck und ich habe gleichzeitig einen hohen Nutzwert, ich habe viel Platz hier drin, ich habe großen Kofferraum, kann viel damit machen. Der leicht erhöhte Verbrauch gegenüber anderen Wettbewerbern, ja, der ist so, auf den muss man sich einstellen, wenn man eine längere Strecke fährt, Hamburg-München, dann wirst du wahrscheinlich einmal mehr laden müssen, als wenn du eine andere Marke fährst, ist so. Wenn man es weiß, ist ja kein Problem.